Wenn et Bette sich lohne dät, wat meinst du wohl, wat ich dann bette dät? Mit ihrem gleichnamigen Lied provoziert die Kölner Band Bab über das Beten nachzudenken. Die Kritik an unerhörten Gebeten ist deutlich. Und da stellt sich die Frage, was kann ein Gebet eigentlich bewirken? Der heutige Sonntag trägt den lateinischen Namen Rogate, betet. Und er lädt uns schon durch seinen Namen ein, sich mit dem Thema Beten heute einmal besonders zu beschäftigen. Lohnt sich beten? Ob es eine einfache Antwort auf diese Frage gibt, werden Sie im Laufe des Online-Gottesdienstes aus der Thomaskirche zu Leipzig erfahren. Wir feiern ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören Worte aus dem Matthäusevangelium im 6. Kapitel. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht so viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wem kümmt ich mein?
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lohnt sich beten, liebe Gemeinde? Je nach Lebens- bzw. Gotteserfahrung wird die Beantwortung dieser Frage doch sehr unterschiedlich ausfallen. Eine einfache, für alle Situationen gültige Antwort gibt es darauf nicht. Gebete gehören auf der anderen Seite zum vertrauten Gut einer Religion. Wir können auf viel verzichten, im Gottesdienst, und mussten das in den letzten Wochen auch tun, aber niemals auf Gebet und Evangelium. Das wäre nur schwer vorstellbar. Im Gebet treten wir in Zwiesprache mit Gott, ganz persönlich. Das schätzt Jesus Christus, als er seinen Jüngerinnen und Jüngern eine klare Handreichung zum Beten gibt. Plappert nicht so viel und vor allem stellt euer Beten nicht zur Schau. Betet mit dem Herzen und den Worten, die ich euch einfach gebe, die euch über die Lippen kommen. Gebete müssen keine wohlformulierten Texte sein, wenngleich wir uns über solche gelegentlich auch freuen. Gebete müssen zuallererst ehrlich sein. Der Evangelist Matthäus sammelt Ende des ersten Jahrhunderts Sprüche und Erzählungen von Jesus Christus. Bei ihm finden wir die wohl meist zitierten Worte des Neuen Testamentes im Vaterunser-Gebet. Neben Anrede und Schluss enthält es 7 Bitten, von denen die Bitte um das tägliche Brot in der Mitte steht. Dass damit nicht allein Essen und Trinken gemeint sein kann, wird jeder spüren, der zwar satt ist, aber dessen Hunger trotzdem nicht gestillt wird. Gerade in der gegenwärtigen Situation spüren wir, wie wichtig die anderen Dinge sind, die unser Leben eben auch ausmachen. Martin Luther fand vor knapp 500 Jahren dafür in seiner Auslegung zum Vater Unser folgende Worte. Was heißt denn tägliches Brot? Alles, was Not tut für Leib und Leben, wie Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromme Eheleute, fromme Kinder, fromme Gehilfen, fromme und treue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Solch ganzheitlicher Ansatz fragt auch nach dem, was um uns herum geschieht. Dabei wird festgestellt, dass die reine Nahrungsaufnahme noch lange kein gutes Leben bedeutet. Der Unterschied zwischen einer guten und einer schlechten Regierung zum Beispiel tritt in Krisenzeiten besonders deutlich zutage. Wo die Familie nur auf dem Papier als solche existiert, verliert das Zusammenleben an Substanz. Und was nützen uns die guten Freunde oder Nachbarn, wenn man mit ihnen keine Zeit verbringen kann? Die Bitte um das tägliche Brot in all seiner Vielfalt wird von allen Generationen häufig ausgesprochen. Wir Menschen verwechseln mit unseren an Gott gerichteten Bitten selbigen gerne mit einem Automaten. Wenn sich dann aber nicht ändert, entsteht schnell der Eindruck, das Beten lohnt sich nicht. Zum Beten gehört aber auch ein Vertrauen in diesen Gott, dass er den Weg weisen wird, dass er mich nicht aufgibt, auch wenn es danach aussieht, dass er mir Freiheit für Entscheidungen gewährt und mich an deren Folgen nicht zugrunde gehen lässt. Auf eine weitere Bitte möchte ich noch den Blick lenken, weil menschliche Unvollkommenheit anfällig ist. Für das, was wir schlicht das Böse nennen, brauchen wir die Bitte um Erlösung. Oft unbewusst vermögen wir selber nur Leid zu erschaffen, wo es doch gerade anders sein sollte. Aus Gutem entsteht dann Böses und uns umschleicht ein Gefühl der Ohnmacht. Die Bitte, erlöse uns von dem Bösen, richtet sich an Gott, damit er uns frei macht
von allen listigen Umtrieben des wie auch immer gearteten Bösen, der mit großer Zerstörungskraft Glück, Harmonie und friedliche Beziehungen kaputt macht, um den Menschen zu schaden. Weil ich als Mensch erkenne, dass ich anfällig bin, sowohl für Versuchungen wie auch für die zerstörerische Kraft des Bösen, ist diese Bitte umso dringlicher und steht am Schluss des Gebetes, als letzte der 7 Bitten. Gottes Reich, mein tägliches Brot, Vergebung, all das nützt nichts, wenn ich von bösen Gedanken beherrscht werde und damit das Leben meiner Nächsten zerstöre. Im Vertrauen auf Gottes Kraft und im Vertrauen auf Jesus Christus möge die Macht des Bösen in mir eingeschränkt werden. Jesus Christus wird mich erlösen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er wird mich aus allen Verstrickungen, aus allen lebensfeindlichen, fesselnden Gewohnheiten erlösen und mich so zu einem freien Christenmenschen machen. Es lohnt sich, ihn im Gebet daran zu erinnern. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist als unser Verstand, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Lasst uns beten. Guter Gott, du weißt, wie bedürftig wir manchmal sind. Unsere Sehnsucht nach täglichem Brot ist groß und oft wird sie nur oberflächlich gestillt. Wir bitten dich um das, was wir wirklich zum Leben brauchen, vor allem für unsere Seele. Wir bitten dich für diejenigen, denen der wirkliche Hunger zu schaffen macht, die um ihr Leben kämpfen müssen, weil es immer nicht reicht. Hilf uns, auch die Not anderer zu sehen, damit wir selber Helfer werden können. Wir bitten dich für alle, die sich um unser tägliches Brot mühen, auf Feldern, Bauernhöfen, in Fabriken, an Marktständen oder Einkaufskassen. Lass uns den Wert der Lebensmittel erkennen und danach handeln. Wir bitten dich für alle Kranken. Steh du bei, wo das Leben sich dem Ende zuneigt. Und wo es Hoffnung auf Heilung gibt, sei du stärkend an ihrer Seite. Für all das Unausgesprochene nehmen wir noch einmal die Worte deines Sohnes Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht in diesen Tag und in die neue Woche mit dem Segen des Herrn. Er segne und behüte euch, Gott der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der das Leben schenkt, der Sohn, der das Leben begleitet und erlöst und der Heilige Geist, der uns Kraft gibt zum Leben und zum Glauben. Geht hin im Frieden des Herrn. Amen.